Verarschung von Wählerinnen und Wählern und Bürgerinnen und Bürgern. Das ist echt ein cooler Move, das muss man ihnen echt lassen. Ich kann auch meinen Hausmüll nicht einfach irgendwo in die Gegend schmeißen, weil ihr habt euch nämlich mit diesen Zertifikaten schon längst eingedeckt, aber lasst mal nicht darüber reden. Es ist ihnen völlig egal, Zertifikatpreise, wie die sich in Zukunft entwickeln werden. Hallo, hier ist wieder Julian und herzlich willkommen zu diesem Wort zum Freitag. Und es ist mir diesmal wirklich ein besonderes Anliegen und ich koche schon wieder innerlich, weil es laufen in diesem Land einfach Sachen, da kriegt man einfach so einen Hals und so eine Sache habe ich auch in dieser Woche wieder gelesen. Worum geht's? Ihr habt es alle in den letzten Tagen mitbekommen, wir haben auch schon darüber berichtet, die Strompreise explodieren, ein Teil Schuld sozusagen davon haben die steigenden CO2-Preiszertifikate, ihr habt davon gelesen. Ihr habt auch sicherlich im Wahlkampf sehr viel darüber gelesen. Es gibt ja auch einzelne Parteien, die den CO2-Preis über die Zertifikate uns versuchen als das beste Instrument für den Klimaschutz irgendwie zu verkaufen. So, und was ist jetzt passiert in dieser Woche? Auf verschiedenen Kanälen kam eine Meldung raus, dass RWE gesagt hat, also uns ist das mit den CO2-Zertifikatpreisen eigentlich völlig egal, weil da muss man ihnen echt Respekt zollen. Sie haben einen sehr, sehr coolen Move gemacht. Sie haben nämlich schon vor mehreren Jahren angefangen, als die CO2-Preise noch ganz, ganz tief im Keller waren, noch unter 10 Euro, haben die Jungs von RWE einfach mal angefangen und haben gesagt, lass uns einfach mal Zertifikate kaufen. Und sie haben rund für 200 Milliarden Euro CO2-Zertifikate gekauft und die können sie jetzt ganz entspannt ins Spiel bringen. Das heißt, sie sind jetzt im Prinzip völlig unabhängig. Es ist ihnen völlig egal, was die CO2-Zertifikatpreise, wie die sich in Zukunft entwickeln werden. Sie haben ja die Zertifikate gekauft, um ihre Kohlekraftwerke noch bis 2030 problemlos damit betreiben zu können. Und was eigentlich noch schlimmer ist, sie können sogar Zertifikate, die sie nicht brauchen, weil ja auch Kohlekraftwerke von RWE stillgelegt werden, können sie auf den Markt werfen und zu einem viel, viel höheren Preis jetzt verkaufen, als die sie eingekauft haben. Das ist echt ein cooler Move, das muss man ihnen echt lassen. Also Chapeau dafür. Sehr, sehr cool. Das haben vielleicht auch andere Firmen gemacht. Von RWE ist es jetzt bekannt geworden. Ist richtig krass. Und was mich dabei so unglaublich aufregt, ist nicht nur einfach diese unglaubliche Schleue zu sagen, wir kaufen einfach mal die Zertifikate, die wir sowieso brauchen, zu mega niedrigen Preisen. Sondern man muss sich jetzt mal vorstellen, jetzt gibt es im Wahlkampf Parteien, die sich hinstellen und ganz klar sagen, A, lass mal die Kohle weiterlaufen noch bis 2038, ist ja so vereinbart und ist ja eine tolle gesellschaftliche Vereinbarung und lass uns mal daran festhalten, wir wollen ja auch keinen Aufruhr in der Lausitz und so weiter und lass mal den CO2-Preis als das Mega-Instrument nehmen, um die Klimakatastrophe hier, die Klimaziele in Deutschland irgendwie zu erreichen. Und wenn man 1 und 2 und 3 zusammenzählt, dann hat man doch irgendwie das Gefühl, da sitzen doch Leute miteinander im Boot, da haben sich doch Komplizenschaften irgendwie gebildet, die miteinander vielleicht doch ein bisschen gekungelt haben, nach dem Motto, okay, passt auf, wir lassen mal die Kohle noch schön drin, wir werden mal im Wahlkampf schön verkaufen, dass der CO2-Preis das beste Mittel ist und ihr seid schön raus, weil ihr habt euch nämlich mit diesen Zertifikaten schon längst eingedeckt, aber lasst mal nicht darüber reden. Und das ist etwas, was mich wirklich echt auf die Palme bringt in dieser Woche und was mich wirklich wahnsinnig macht, weil so Leute wie Steve und ich oder ihr da draußen, wir können nicht mal so eben einfach auf die nächsten 10 Jahre in Zukunft uns mit Zertifikaten einpacken, uns die mal schön billig irgendwo in den Tresor legen und rausholen, wenn dann unser Stromversorger ankommt und sagt, ja, wir müssen leider die Preise anheben, weil die CO2-Zertifikate sind teurer geworden. Das können wir nicht, das kann ich nicht, das könnt ihr wahrscheinlich auch nicht. Soweit ich weiß, kann das gar kein Privathaushalt machen, weil wir an diesem Zertifikatehandel überhaupt gar nicht teilnehmen können und uns die nicht auf Lager irgendwie legen können. Großkonzerne, die können das. Nicht, dass wir uns missverstehen. Ich habe kein Problem mit Großkonzernen, das ist gar keine Frage. Aber dieser Move, der ist einfach krass. Und in Zusammenhang mit den Plänen, wir haben sie euch ja auch vorgestellt in verschiedenen Videos, wie die einzelnen Parteien jetzt die Klimaschutzziele erreichen können, kommt für mich das schon echt ein ziemlich krasses Geschmäckle auf. Ich muss sagen, dafür müsste es eigentlich sowas wie, was weiß ich, die grüne Ente oder sonst irgendwas geben, weil das ist aus meiner Sicht, und verzeiht mir bitte den Ausdruck, das ist wirklich eine Verarschung von Wählerinnen und Wählern und Bürgerinnen und Bürgern, wenn man solche Sachen irgendwie macht. Ich finde, RWE, ihr solltet eure billig gekauften Zertifikate zu den Preisen auch wieder in den Handel geben, um damit die Strompreise zu entlasten und genau zu den gleichen Preisen Zertifikate aufmachen und aufkaufen müssen, wie wir das letztlich über unsere Stromkosten und Gaskosten ganz normal, nämlich eigentlich letztlich auch machen müssen. Vielleicht sollte man an der Stelle noch ergänzen, wir sind natürlich nicht gegen steigende Preise für CO2-Zertifikate, weil das durchaus ein probates Mittel ist,
um sozusagen die Verschmutzung und die klimaschädlichen Auswirkungen, die eben die Nutzung von fossilen Energien mit sich bringt, auch mal endlich zu bepreisen. Ne? Ich kann auch meinen Hausmüll nicht einfach irgendwo in die Gegend schmeißen. Ich muss dafür Müllgebühren bezahlen und letztlich ist, wenn ich Kohle oder Gas verbrenne, entsteht auch CO2 als Müll. Den kann ich nicht so einfach ungeschoren in die Atmosphäre entlassen. Das ist also, wie gesagt, Mittel. Das ist aber nicht nur das einzige Mittel, was wir anwenden sollten. So, warum explodiert gerade der CO2-Preis in diesen Zertifikaten? Das ist klar. Das sind einfach auch Effekte, die vorausgenommen werden, in die Zukunft rausgenommen werden. Denn es ist klar, die Klimaschutzziele müssen erreicht werden. Und dazu nimmt der Markt eben einfach auch schon eine gewisse Preisentwicklung voraus. Außerdem sinkt auch die Anzahl der verfügbaren CO2-Zertifikate am Markt und so wie bei der Börse nehmen dann die Preise entsprechend zu. Und ja, ihr wisst, demnächst ist Wahl, in wenigen Tagen ist Wahl. Vielleicht auch das mal nochmal eine Überlegung, wo ihr euer Kreuzchen macht. Das soll es auch schon gewesen sein für dieses Wort zum Freitag. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Hinterlasst ruhig mal ein Abo und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nach der Wahl wieder. Ciao.